So, jetzt würde ich sagen, sind wir einigermaßen gut vorbereitet. Ein paar Fleisch würde ich noch mitnehmen. Eins reicht ja eigentlich jetzt noch zusätzlich und dann geht's los. Come on. Komm. Komm. Kilo habe ich eigentlich 41,6. Kann man noch ein Stündchen schlafen? So. Zack. Zack. Wir müssen mal aufpassen. Dann können wir das gar nicht mehr zurücklegen. Das ist ja toll. Da los. Getrocknet, getrocknet. Frisch gestärkt und ausgeruht, liebe Mannen. Ab nach Osten. So, Stein habe ich. Meine Axt ist bald kaputt, deswegen. Nicht, dass ich nachher kein Bett bauen kann, weil ich nichts fällen kann. Weil mein Dingens kaputt ist. Hier, man sieht, ne? Da habe ich ja wild randaliert. Und? Kidding me. Da ist das Ding kaputt. Da haben wir noch eine Obsidian-Knochenklinge. Den ganzen Typen, die ich hier ermordet habe. Ich musste einen töten. Jetzt habe ich natürlich keine Axt. Ungünstig. Dann, wenn man einen braucht, kein Stein. Das Ding ist, wir müssen ja hier jetzt. Bin ich hier in irgendwas reingetreten? Ich glaube, das war einfach random, oder? Ich möchte sagen, das war letztens einfach random, dass ich hier irgendwie mich vergiftet habe. Aber hier immer schon zum Beispiel ein Stein. Und ich weiß nicht, beim Crafting, das war doch gar nicht so kompliziert, ne? Einklinge. Ein. Stock. Ein Stein weg. Ah. Und wir sind zu schwer, natürlich sind wir das. Einfach mal drei Steine im Rucksack haben. Ich gehe jetzt durchs Wasser. Nachher breche ich mir hier noch die Knochen. Aber ich sehe auch schon wieder, ich habe wieder irgendeine Kacke. Ah ja. Wie auch immer die an meinen Arm kommen. Und dann gleich vier auf einmal, so als ob man das nicht mitkriegen würde. Oh, ich habe auf einmal vier Egel. Mensch. Ach, Bananen. God bless. Gerade läuft's einigermaßen, würde ich sagen. Ich habe so viel Bananen mit, dass ich nicht mehr laufen kann. Irgendwie unten drunter ist noch eine. Ich weiß, dass unten drunter noch eine Banane ist, die nicht mehr ganz so gut ist, aber gut.
Jetzt mache ich hier keinen Aufstand, Junge. Er macht aber einen Aufstand. So. So, und bevor wir uns hier wieder bescheißen. Unterstand. Speichern. Steht nichts von Schlafen, ne? Acht lange Stöcke. Mach mir hier meine Camps, ne? Habe ich gar keinen. Mach ich jetzt gar keinen Hehl drum. Langer Stock. War vielleicht nicht so clever hier oben zu bauen. Weil hier sind keine Bäume. Kann man so eine. Oh, da ist eine Kokosnuss. Kann man so eine Palme hier fällen? Nein. Aber ihn hier. Goldschalt. Wie ist denn der Baum gefallen? Das ist jetzt wohl ein Witz. Ey, ernsthaft? Ja, Stock, toll. Brauche ich einen Stock? Ich brauche. Leck mich doch am Arsch. Maden haben wir genug. Fällt halt immer in die falsche Richtung. Schon wieder die ganze Kacke nach unten gefallen. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich hoffe, ich brauche nicht mehr als einen Stock. Ich sprinte übrigens. Man sieht es nicht, aber man sieht es da an der Sprintlinie da. Da. Auch Zweier, ne? Nein, Dreier. Schön. Ich bin mir 48 Kilo. Ich bin schon wieder viel zu schwer. Weil ich hier auch Lagerfeuerasche mit hab. Werde ich immer schwerer? Gerade ein bisschen gewichtlos werden. So, sind die jetzt ganz runtergepurzelt? Hier liegt ein Stock. Yeah. Ich würde sagen, ich hau einfach den nächsten Baum um, aber hier ist ja wieder keiner. Vogelnest? Hm. Ey, lass mal hier die Hütte bauen, gute Idee und so, weil dann haben wir so ein
vorgezogenes Lager war wieder dumm, weil ich nicht an die Bäume rankomme. Oder es einfach auch keine gibt, ich weiß es nicht. Wirklich alles hier runtergepurzelt, ne? Aber mir fehlt genau wieder ein Stock. So, du fällst jetzt hier nirgendwo hin. Eine Fräse. Nehmen wir lieber drei mit. Nachher brauchen wir noch einen mehr. Aus Gründen, die ich nicht kenne, aber... Feinblätter. Das ist ein Glück, dass wir welche sind. Hier natürlich wieder drei. Schön. Ja, habe ich gesagt, ne? Ja. Oh. Sieht noch gut aus. So, gern Ost hin. Nicht verzagen. So, da oben waren wir, ne? Bis hierhin läuft es sehr gut. I get up there. Mia? I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And? I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. So, was haben wir jetzt hier gefunden, was neu ist? Da war es gerade. Suche Hilfe, überprüfe den Ort Lambda 2, untersuche den bemalten Felsen, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Hat die überhaupt eine Ahnung, wie groß das hier ist? Ich sag nur. Da sind die, dann müssen wir einmal komplett zurück eigentlich. Wir müssen heute mal ein bisschen Progress in der Dingens machen, das geht ja nur gar nicht. Oh, hier. Ein bisschen in der Story hier vorankommen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit nach links gelaufen. Nüsse. Sind einfach so vom Baum gefallen. Bin ich schon mehrmals an solchen Dingern vorbeigelaufen? Hab ich mir gedacht, dass du dich wieder ausruhen musst. Und ich bin zu schwer, um zu laufen. Äh.
Die Nüsse können wir uns direkt mal einverleiben. Und die Pilze auch, weil die boosten uns ein bisschen. Das sind die sogenannten Energy-Pilze. Moment mal, wenn ich Progress sehen will, gucke ich andere Streamer. Okay, wow. Jetzt haben wir so eine schöne Hütte gebaut. Erstmal wiederfinden, das Ding. Da. Ist ja auch gerade dunkel, ne? Dachten die Uhr. Muss noch eine Banane genehmigen. Also gerade eben läuft es ganz gut, muss ich sagen. Ich will es nicht beschreien, aber... Es könnte könnte es schlimmer sein. Hallo? Ich habe schon in der Hütte geschlafen und habe 5 Blutegel an mir. Oh nein. Oh ne Scheiße, ich versuche das schon auszugleichen. Das ist gar nicht mal so leicht, weil der zittert wirklich ganz schön rum, der Kollege. Konnte ich von denen dann nochmal sammeln? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nur Knochen und so, ne? Federn, Pfeile, na ja, gut. Haben wir uns wieder ganz schön dreckig gemacht, nachdem wir die Leiche ausgeweidet haben. Ja, Mensch. Trinken ist aktuell wirklich ein Problem, weil ich nicht weiß, wie ich dieses Kokosnussbidon auffüllen kann. Ich denke da, ich weiß da was, aber... So, wir müssen nach Westen. Das ist mal unser altes Camp. Oh. Also das ist nur unsicher. Wollen wir mal Schluck nehmen? No, bad idea. War jetzt nicht blöde, ne? Zumindest haben wir es mal nicht eingefangen direkt. Das ist ja schon mal Gold wert. Kommen wir jetzt hinten bei uns am Camp raus? Oh. Ne, wir sind direkt zu weit gelaufen. Ich bin direkt an dem bemalten Stein und gelandet. Naja, gut, dann ist das so. Dann haben wir das gleich hinter uns.
Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay. I'm lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. I better not be going crazy. Nicht so wie gewollt, sag ich mal, aber es ist auch nicht schlimm. Ausgeruht, wir haben Essen dabei. Wir dürfen jetzt nur nicht irgendwo wieder mal schlafend am Matten. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwo den Wurfhaken finden. Tü-tü-tü. Hallo? Hier jemand? Na, hier hat doch jemand heftig reingerodet, oder nicht? Alter, das ist aber eine komische Fluchtroute, mein Bester. Eine? Aus wie Plantagen. Blätterhaufen, okay. Das sind Ameisen, die kennen wir schon. Da bleiben wir mal ein bisschen weg von. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich würde mir schon fast aus Sicherheit ein Blätterbett bauen. Schien zu schwer. Warum eigentlich? Oh. Da war sie, die Banane, die ich meinte. Oh, blauer Pilz. Ich glaube, die waren gar nicht mal so ungeil. Die haben ihn, glaube ich, wirklich wach gemacht. Und der verdammte Tiger. Hey. This might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. So, rechts oder links lang? Also das hätte ich jetzt hier nicht als Straße erkannt, aber... Doch kein... Ach doch, ist nur ein Tapir oder was es auch immer ist. Eigentlich müsste ich ja nach links gehen, ne? Aber ich gehe mal nach rechts. Ich kann ja immer noch umkehren. Ich würde sagen, da ist eine Klapperschlange und die Straße endet hier, also gehen wir mal in die andere Richtung.
10 Energie. Minus 2 Parasiten sogar, Mensch. Was? Hahaha. Ein Bogenschießen-Skill. Oh, ein großes Gürteltier. Ich glaube, die bringen irgendwie ein Gürteltier-Panzer oder so. Ausprobieren. Tatsächlich. Ich kann noch nicht mitnehmen. Ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile. Herstellen. Kann ich eigentlich auch gleich mehrmals mehrere auf einmal machen? Nee, ne? Natürlich nicht. Oh Gott. Toll. Ich glaube, das geht. Moment. Das kriegen wir bestimmt hin. Ernsthaft? Ich habe jetzt einen Pfeil zu viel, oder wie? Abgesehen davon, dass ich jetzt zu schwer bin. Wir haben immerhin einen Gürteltierpanzer. Wir können ja mal ein Fleisch essen, das wiegt ja auch immer 3 Tonnen gefühlt. Zwei Kilo? Klopft ihr erstmal 2 Kilo Fleisch rein, bitte. Immer noch zu schwer. Jetzt habe ich gerade vergessen, wo die Straße hier lang geht. Hier geht's weiter. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Let's Play von Gronkh gesehen. Ich glaube, hier gibt es noch irgendwo direkt ein kleines Lager. Bam, 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 bam. Einmal so einfach hier mit der Straße, ne? Dahin. Hier geht doch die Straße lang. Wie geht's denn jetzt weiter? Diese Straße endet hier, oder was?